Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Gelb und wir gehen wieder in den Mondberg rein. Wir haben ja inzwischen einige Pokémon gefunden und auch gefangen. Und Team Rocket sind wir auch schon begegnet, das erste Mal in dem Spiel. Das brauchen wir nicht. Achso, ich wollte ja tauschen, denn Carpador... am ersten Platz, wenn immer so viele Zubats erscheinen, ist ein bisschen blöd. Das brauchen wir nicht. So, einmal weg mit dir. Ich finde es lustig, wenn ich gerade drüber nachdenke, weil wir sind ja Team Rocket begegnet. Wie eigentlich das so gegenseitig, jedenfalls wie es mir vorkam als Kind, wie sich das gegenseitig so ergänzt hat. Moment, wir tauschen einmal. Denn, ich hatte das Spiel und da war Team Rocket das erste Mal im Mondberg. Und im Trickfilm sind sie ja im Prinzip erst so richtig interessant ab Mondberg geworden. Vorher war es so eine Vorstellungsrunde. Ja, und hier bei Gelb haben sie dann im Prinzip Jason und James eingeführt. Und wen tun wir denn an die erste Stelle? Ich glaube, Pikachu ist eine gute Wahl. Und wie man sich halt Gedanken gemacht hat über die Zeit, weil alles ja so ein Selbstläufer wird. Genauso wie mit Pikachu. Pikachu ist ja das bekannteste Pokémon überhaupt. Und da musste man natürlich alles anpassen. Ich finde es so geil, ich wähle Pikachu aus, tausche es an die erste Stelle und es kommt ein Kleinstein. Das ist doch mal wieder typisch. So, Wasser-Pokémon haben wir nicht, außer eins, was komisch auf dem Boden rumhüpft. Ich glaube, wir nehmen Radfratz. Aber das ist doch jetzt mal wieder so... Ja, habe ich überhaupt noch einen Pokéball? Einen haben wir noch. Wir könnten es fangen. Es sei denn natürlich, Radfratz killt es jetzt. Ja, was haben wir denn jetzt alles in der Höhle gefunden? Zubats, natürlich. Wir haben ein Para gefunden und wir haben einen Kleinstein gefunden. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Pipi. Das ist ja meine Vermutung, dass es den ja auch gibt, aber wir finden ja fast nur Zubats. Yeah. Na, dann kommen wir her, mein Freund. Und los. Das war relativ klar. Jetzt muss ich mal gucken, wann entwickelt sich Kleinstein? Der hat Level 10. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich gerade mache, ich habe hier die Komplettlösung liegen, zwar von Rot und Gelb, Quatsch, Rot und Blau, damit ich mich nicht so spoiler. Und die Komplettlösung habe ich nicht da liegen, dass es hier einfacher wird. Na gut, schon ein bisschen. Es geht mir eigentlich nur um die Höhlen, die sinnloserweise, oh, ab 25 ist es hier drinne. Es geht hier nur um die Höhlen, da es mir, Moment, Kleinstein sonnt sich gerne auf Gebirgsfaden. Tritt man auf Kleinstein, wird es sehr wütend. So, kein Spitzname. Perfekt. Tschüss. Ja, wo war ich gerade? Ich weiß es nicht mehr. Achso, ja, die Komplettlösung habe ich hier nur wegen den Höhlen liegen, damit ihr nicht sinnlos seht, wie ich hier. Damit ihr nicht seht, wie ich hier sinnlos rumlaufe. Und dass es nicht zu viele Parts werden, die dann halt wirklich langweilig sind. Weil ich finde auch so ist das schon, denke ich mir mal, sehr langweilig, wenn wir jetzt hier 10 Parts haben, wo ich die ganze Zeit nur gegen Zubats kämpfe. Aber das ist nun mal leider der Mondberg und das können wir nicht ändern. So, weiter geht's. Achso, ich wollte doch... Ach, wollte ich nicht wechseln. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, und damit mir das nicht passiert, habe ich die Komplettlösung liegen. Ansonsten nutze ich die nicht, außer um mal zu gucken, welche Pokémon denn sich ungefähr wann entwickeln. Oh, ein Mirabla. So, mach mal einen Ruckzuck-Keep. Das ist ein relativ ausgeglichener Kampf. Ich glaube, das war auch eine ziemlich krasse Arbeit, so zu überlegen, welche Level geben wir, an welcher Stelle, welchen Pokémons, was lohnt sich noch und so weiter, damit das ganz gut ausbalanciert ist. Obwohl ich halt sagen muss, bei der gelben, das ist echt sehr, sehr schlecht ausbalanciert.
Weil gerade am Anfang gegen Rocco habt ihr ein riesiges Problem und ich musste wirklich Stunden vorher noch trainieren, dass ich da überhaupt eine Chance habe, denn mit einer Elektromaus gegen Kleinstein und Onyx, das, nee. Das konnte ja nicht gut ausgehen. Na sag mal. Will er mich verarschen? Ja, das konnte nicht gut ausgehen und die ganzen Pokémon, die wir fangen konnten vor Rocco, die waren jetzt auch nicht unbedingt nützlich gegen Gesteins-Pokémon. Deswegen, da hätte man ruhig nochmal was machen können. Alter Schwede. Komm, keine halben Sachen, weg mit dir. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass stark ist. So, Knuffensa. Nein, wir behalten dich jetzt mal. Das ist mir sonst echt ein bisschen zu heavy. Ja, sehr gut. Auch sehr gut. Nein, ich hab verloren. Wie kommt man hier bloß wieder heraus? Ja, folgt mir. So. Wo geht's jetzt lang? Hier können wir auf jeden Fall schon mal reingehen. Und wieder Team Rocket. Moment, Moment, Moment. Tausch. Sehr gut. Carpador hatten wir mit Level 5 bekommen und jetzt ist es ja schon auf Level 10. Also praktisch. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Wir sammeln ganz, ganz seltene Steine. Team Rocket möchte kämpfen. Warum eigentlich Team Rocket? Kann man nicht sagen, Mitglied von Team Rocket oder so? So, Tausch. Pikachu. Wenn das jetzt eine gute Idee war. Hm? So, Donnerschock. Ob er das jetzt schafft, ich glaube nicht. Das dürfte nicht reichen. Nein, natürlich nicht. Aber so reicht's natürlich. Sehr gut. Rattan. Vertauschen wir mal, weil das schaffen wir nicht mehr. Wen nehmen wir denn für Rattan? Ich würde sagen Taubsi. Schlangen fressen Vögel und da passt das. Nein, einfach weil Taubsi mein am weitesten hochgeleveltes ist und dadurch dürfte das etwas schneller gehen. Ja, Verteidigung sinkt, aber wenn du keine Zeit mehr zum Angreifen hast, dann ist das ja, tja, mir relativ egal. Bitte nicht vergiftet, bitte nicht. Okay, Gott sei Dank. So, noch ein Windstoß hinterher und weg ist Rattan. Sehr schön. Gut. Du bist eine harte Nuss, Kleiner. Wenn du ein Fossil hast, gib es her und verschwinde. Du hast schon mitgekriegt, dass ich dich gerade platt gemacht habe. Ich finde TM1, was das auch wieder ist. Der Stein kommt mir komisch vor. Ne, nicht der da. Jetzt mal ganz ehrlich, wir hauen mal lieber ab. Vor allem jetzt finden wir Kleinsteine, ne? Schöne Sache. Aha. Ich finde Ether, was es auch immer ist. Ich muss es echt nochmal nachlesen. Ich habe echt keinen Plan mehr. Und wieder ein Zubat. Ach, das ist so nervig, dass Carpador echt überhaupt nichts kann. Gar nichts. Ich kann dir ja nicht mal irgendwas beibringen mit einer TM oder so. Also jedenfalls wüsste ich da jetzt nichts. So, Sandan. Tausch. Wir müssen Sandan und Smetbo ein bisschen hochpushen. Hm, ja, so gefällt mir das. Das ist in Ordnung. Ha, sehr schön. Nicht mal Volltreffer. Das dürfte jetzt erledigt sein. Ja. Gut.
Gut, gut, gut. So, weiter geht's. Bist du auch auf Forschungsreise? Wie lange brauche ich denn jetzt hier eigentlich noch? Ich glaube, jetzt kam die Stelle, die etwas länger geht. Ja, genau. Wir sollten definitiv noch mal vorher ins Pocket Center gehen. Weil wir jetzt schon über die Hälfte sind. Teenager möchte kämpfen und setzt Radfratz ein. Warum haben die immer alle das Gleiche? Also, du weißt, bei Teenager, der hat immer einen Radfratz dabei. Team Rocket hat eigentlich immer einen Zubat dabei. Radfratz, dann nehmen wir unser Taubsi. Oh, geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, auch übrigens, ihr könnt euch auf ein Pokémon-Projekt, wenn alles hinhaut und alles klappt, könnt ihr euch auf ein Pokémon-Projekt hier auf den Kanal freuen, ein Let's Play. Eins, was ich noch nicht so angekündigt habe. Und ansonsten, was ich schon öfters erwähnt hatte, auf meinem Hauptkanal, Link unten in der Beschreibung, wird demnächst einige Pokémon, ja, Videos geben oder Pokémon-bezogene Videos geben und eventuell auch ein Gewinnspiel. Aber das werde ich auch genauer in einem Video dann erwähnen, was dann wahrscheinlich Pokémon-Gewinnspiel heißt, ne? Jetzt merkt man langsam hier an den Pokémon, die ich habe, dass die ziemlich viel Erfahrungspunkte brauchen, um inzwischen ein Level aufzusteigen. Das habe ich nicht gesehen, was? Ach so. So, wenn ich hier meine Karte gucke, sehe ich, dass noch ein Trainer oben ist. In diesem Gebiet hier. Den werden wir noch angehen. Windstoß. Und fertig. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ja. Wann denn was Neues dazugelernt wird. Umso später man übrigens seine Pokémon entwickelt, für alle, die es noch nicht wussten, die noch kein, noch nie so ein Lösungsbuch in der Hand hatten. Wenn ihr euer Pokémon nicht entwickelt, lernen die die Attacken schneller. Achso, so war das. Okay, alles klar. Das passt, das passt und das passt auch. Sehr schön. Gut. Dann haben wir den Teenager auch besiegt. So ein Mist verloren. Ich bin hier, weil die Mädchen auf harte Kerle wie mich stehen. Habe ich mir früher auch immer gesagt, als ich Pokémon gezockt habe. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Ein Wanderer. Finde ich lustig, der erste Wanderer, den wir hier treffen. Und die ganze Zeit ist die Rede davon, dass hier viele Wanderer unterwegs sind und, und. Wir haben bis jetzt eigentlich nur Kinder getroffen und Team Rocket. Ah, shit. Das gefällt mir gerade mal gar nicht. Oh. Ich glaube, wir haben jetzt ein echtes Problem, Freunde. Zum Glück ist mein Radfratz relativ hochgelevelt, aber ich glaube, der hatte dann noch einen kleinen Stein. Also, das könnte jetzt echt richtig eng werden. Weil mit kleinen Steinen habe ich nicht gerechnet. So, der erste ist erledigt. Gut. Ja. Pokémon wechseln? Nö. Ich habe zum Glück noch Trank. Werden wir gleich mal gucken, ob wir den brauchen. Ach, schade. Und ja, wir werden ihn brauchen. So, einmal Trank bitte. Oh, ich habe noch. Nee, halt. Karte. Was mache ich denn?
Trank. Ja, Radbratz. Gut. Und dann dürfte jetzt der Rest kein Problem... Ja, natürlich. Rest dürfte kein Problem sein. Es sei denn, die Attacke geht vorbei. Oh, hier sollte ich vielleicht Tackle benutzen. Okay. So, und jetzt? Was hat er jetzt noch? Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Nein, möchte ich nicht. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, Level 10. Wir haben echt Glück, dass Radfratz so überkrass ist. Hm? Aber Onix kann auch Geduld und Geduld, wissen wir, das haut richtig rein. Ja, komm, komm, komm. Ja, der Tackle stört mich jetzt nicht weiter. Ah, gut. Also umsonst Gedanken gemacht, hat gepasst. Wow, du hast mich total überrumpelt. Gut, gut, gut. Wir haben aber auf jeden Fall hier im Mondberg, hier ist kein Spielplatz, zieh Leine kleiner. Wir haben auf jeden Fall hier im Mondberg richtig viel Erfahrungspunkte und vor allem richtig viel Kohle bekommen. Ich finde, ich habe es jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Ich habe irgendwas gefunden. Eigentlich egal. Achso, Mondstein. Das war ein Mondstein. Den brauche ich, um diverse Pokémon zu entwickeln. Ich weiß gar nicht mehr welche. Ich glaube, Nidoran. Pipi. War es das nicht schon? Also jedenfalls die erste Generation. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wer sich noch entwickeln ließe mit einem Mondstein. Wir gucken mal nach, wir gucken mal nach. Dafür ist das Heft halt praktisch. Blattstein, Blattstein, Blattstein. Kleinen Moment, wir sind gleich soweit. Der Part ist sowieso gleich vorbei. Wo war's denn jetzt? Also auf jeden Fall Pipi. Ja, sage ich doch, Nidoran. Die lassen sich damit entwickeln und dann hört es auch schon wieder auf. Pummeluff hat ja keine weitere Entwicklung, deswegen Pummeluff. Ach doch, klar, Knuddeluff. Und er braucht auch einen Mondstein. Genau. Gut, das sind die Pokémon, die auf jeden Fall dafür gedacht sind. Ach so, ich dachte, guckt euch das gerade an. Das ist ja echt arscheng. Nächstes Pokémon einsetzen. Jo, machen wir doch. Jetzt nehmen wir mal... Na komm, nehmen wir Smetbo. Das wird ein leichtes Spiel für Smetbo. Einmal Tackle und erledigt. Zack. Und Carpador das nächste Level erreicht. Wir können jetzt mal gucken. Status. Wie viel im Moment eigentlich so ungefähr gebraucht wird. Oh, knapp 500. Das ist krass. So. Ich will doch gar nichts von euch. Früher war das teilweise so schlimm, dass ich raus bin, habe meine Pokémon geheilt und dann bin ich wieder rein. Und wenn ich wieder an der Stelle war, wo ich vorher war, waren meine Pokémon schon wieder fast kaputt, weil überall diese wilden Pokémon kamen. So. Wir müssen ja auch mal Smetbo hochpushen. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, es ist halt schade, hier im Mondberg kann ich nicht so viel... ja, weiß ich nicht, was ich mit euch reden soll. Denn, ja, hier passiert ja nicht viel. Außer, dass Team Rocket hier irgendwas sucht und ich immer noch nicht weiß, was es ist. Ihr müsst es mir auch nicht in die Kommentare schreiben, weil ich die Parts ja ein bisschen vorher schon aufnehme. Und wenn ihr mir das in die Kommentare jetzt schreibt, na gut, es kann auch sein, dass ich eine Pause mache. Zwischendurch. Aber wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und ich jetzt aber gleich weiterspiele und der nächste Part morgen kommt, dann weiß ich es ja schon. Also, vorausgesetzt, wir kommen an die Stelle. Die ja wahrscheinlich beim Ausgang sein wird. Also so gesehen, ja, bringt es manchmal nichts, in die Kommentare zu schreiben. Das machen sowieso manchmal Leute bei Videos, die ich jetzt schon vor einem halben Jahr hochgeladen habe. Und da schreiben sie mir hin, du musst das und das machen. Dabei ist das Spiel inzwischen schon längst durchgespielt. Finde ich immer sehr, sehr cool.
Ich meine, die Leute wollen mir helfen. Ich mache mich jetzt nicht darüber lustig. Aber ist schon komisch. Die Leute wollen mir helfen. Du guckst so, ach, ich habe eine neue Nachricht bekommen. Und da steht da, ja, du musst das und das machen. Da kommst du weiter. Und dann denke ich so, ey, das Spiel habe ich doch schon längst durchgespielt. Da sehe ich aber, dass ihr noch meine alten Videos guckt. Das finde ich cool. Warum geht die Attacke vorbei? Komm schon. Also, ich habe mitgekriegt, mir fehlt definitiv ein Wasser-Pokémon. Das ist im Moment ganz, ganz schlimm und aber gerade jetzt hier bei Rocco, bei dem Mondberg, da wo ich ein Wasser-Pokémon bräuchte oder ein Pflanzen-Pokémon, gibt es absolut keine Möglichkeit, eins zu finden oder eins zu kaufen. Klar könnte ich jetzt oder hätte ich jetzt Carpador nehmen können und wäre jetzt nochmal in den Vertania-Wald gegangen oder so ähnlich. Oder halt da unten das Stückchen Grün bei dem Pokémon-Center, wo wir das jetzt gekauft haben. Aber es ist etwas blöd ausbalanciert, muss ich sagen. Das finde ich nicht so toll. So. Sehr schön. Komm, komm, komm. Wir kommen ja nicht mehr raus. Ahaha. Mensch, Mensch, Mensch. Ich meine, klar, das ist eine Möglichkeit, unser Pokémon zu trainieren, aber wir kommen irgendwie nicht vorwärts. Komm, Taubsi, geht schneller. Bevor ich jetzt hier auf Flucht drücke, eine Attacke von Taubsi und das Zubat ist erledigt. Wenn man jetzt mal so genau drüber nachdenkt, muss es da eigentlich schrecklich sein. Es ist ein Kinderspiel und wenn man die Schneise der Zerstörung sieht, sehen würde in dem Spiel, die wir hinterlassen, wenn überall die Pokémon rumliegen würden, die wir ja erledigt haben. Ich meine, hier sterben sie ja nicht. Sie sind ja nur ohnmächtig oder sehr stark verletzt. Aber ich glaube, das sehe sehr, sehr lustig aus. Also das würde ich gerne mal in einem ROM-Hack sehen, dass jemand mal auf die Idee kommt, alle Pokémon, die man so leicht platt gemacht hat, dass man die einfach da auf den Weg legt und man da langlaufen muss. Finde ich eine coole Idee. Hier flüchten wir definitiv. Komm, lass mich jetzt raus. Ja. Ein Zubat, ne? Oh. Oh. Ein Sandan. Toll, das hat sogar ein Level mehr als meins, wo ich aber schon trainiert habe. Nee, hier fliehen wir bitte auch, denn das ist schon wieder ein Boden-Pokémon. Und wir können nichts ausrichten. So, wir haben es erstmal geschafft. Im nächsten Part sind wir auf jeden Fall im Mondberg. Nein, im nächsten Part sind wir dann auf jeden Fall schon sehr nahe dem Ausgang. Ich werde das auch jetzt so machen, ich werde dorthin laufen. Das müsst ihr jetzt euch nicht nochmal angucken, weil das hat ja jetzt schon lange gedauert, hierher zu kommen. Ich werde dorthin laufen und da, wo wir eben aufgehört hatten, wo der Wanderer war, dort werde ich dann wieder weiter aufnehmen und dann gucken wir, wo es denn dann weitergeht. Ich muss hier nur wieder meine Seite finden, die ist gerade nicht so hier. So. Ja, dann gucken wir mal, wie es dann da weitergeht und ja. Mal sehen, ob wir im nächsten Part zum Ausgang kommen. Ich glaub's noch nicht. Gut, hier sind wir durch. Danke fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, dann natürlich auch. Das war's soweit. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.